so einen Tag an der Wand gehangen und wir werden das. Und wir klettern weiter. Jetzt haben wir einen Tag an der Wand gehangen. Ja, gut, nicht wirklich. War nur ein paar Sekunden. Aber für euch war es ja ein Tag. So, jetzt müssen wir hier mal. Die sind ganz schön aggressiv hier. Okay. Oh, cooler, cool. Here's the sky. Arrow squall. Now's my chance. Go Open the floodgates. Bubble arrow. Okay, ich sehe gerade nichts und werde hier verprügelt. So. Phoenix Trail. How in fact? Here it goes. As your assault. So, ich deamortisiere gerade mal und schnapp mir jetzt mal den Wind-Seraph. Den Erd-Seraph. Oh, das wird ja hart gerade, ey. Shatterfang! Strike! Lion's Howl! Lion's Howl! Lion's Howl! This isn't over! I won't lose! This isn't over! I won't lose! Release my spirit! So, Eskala an. Und Seraph wechseln. Darn it! Glimmer Dragon! Who's next? What a brew! Okay, du hast eine Karte. So. Komm. Ihr macht das ordentlich mit ordentlich. So, okay. Come forth. Dich hab ich. Okay, können wir wieder deamortisieren. So. Okay, ich bin... Sehr schön. Drei Überzeugungen zugefügt. Ja, es war ein Scheißkampf. Aber wir haben hier den Speicherpunkt gefunden, den ich jetzt gleich mal nutze. Und den geht es ab hier. Ah, ich kann durchaus laufen, gut. Gut. Hey, isn't that the Earth in Historia? Irrstein. Was the author of the celestial record a village chief? It looked like he was founding a village or something. Hey, Miglio! I was wondering, you don't suppose he was a shepherd? If the shepherd was the one who wrote the celestial record, a lot of things start to make sense, and... Miglio? Oh, sorry. What did you just say? Whoa! I've never seen you space out like that. You feeling okay? Oh no! Poor Siglio. Nice. Not nice. No, but seriously, you all right? Should we sit down for a bit?
I'm fine. I just got caught up in my thoughts. For some reason. Yeah! Quite surprising. A shepherd in an age like this. I think you've surprised us! My name is Saray, and you are? I am Syndra, Shepherd Saray. Are you the Seraph of Lastenbell? I once was, yes. Can we ask you to give your blessing again? There's no Seraph enshrined at the Sanctuary in Lastenbell, and strange things are happening. That's of no relation to blessings. How can you be sure? Because I have used the bells in the Belfry as my vessel. I see. So the Sanctuary in Lastenbell is nothing more than a figurehead. In any case, it is no longer my concern. I no longer have the capacity to understand humans. Please, leave me be. May we ask you what happened? I'm sorry. We can't force her to talk. But something's up. We should do some research. You're right. Let's go ask people in Lastenbell. They may know something. Okay, das heißt, wir müssen wieder irgendwie nach Lastenbell. Wobei ich jetzt wirklich erstmal gerne dieser Quest eher folgen würde, als der Nebenquest, als der Hauptquest. Muss ich echt sagen. Ja, die Truhe probieren wir mal noch zu holen. Ich glaube, die kriege ich aber noch nicht. Sei ja, verschlossen. Tilt. Nein, ich will jetzt nicht. Ich will auch nicht mit euch. Ich will nicht spielen. Ich will jetzt hier gucken, ob ich vielleicht ich kann hier nirgends hin. Reisen groß. Okay, Wiese des Triumphs. Eingang nach Lastenbell. Das will ich jetzt natürlich wissen. Jetzt bin ich neugierig. Ich weiß, wir hätten die Höhle jetzt weiter erkunden können, aber... Wieso komme ich eigentlich da nicht zurück momentan? Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja. Lastenbell. So, da sind wir wieder in Lastenbell. Was hast du uns zu erzählen? Ist es wahr, dass die Leute in Mallory keine Kräuter mehr sammeln können, weil die Tiere dort so angriffslustig geworden sind? Das ist wirklich schade, die Kräuter in diesem Wald sind von erstklassiger Qualität, das sagt jeder. Aber wenn das Sammeln wieder geht, dann sag mir bitte Bescheid. Ja, das hatten wir schon mal das Gespräch, kann ich mich jetzt im Nachhinein daran erinnern. Und wir gucken mal hier, ob wir direkt was sehen. Ich sehe hier aber nichts direkt, das heißt, wir werden nochmal jeden kurz ansprechen. Zumindest die Leute mit diesem Sternchen drüber. Das macht 3, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Einen sehen wir in unserer Mitte und noch immer keine Aussicht, dass sie den Schuldigen fassen. Der einzige Hinweis bisher ist, dass die Morde immer in mondhellen Nachten stattfinden. Hast du erzählt? Was hältst du von Syndra? Sie verheimlicht uns etwas. So viel ist sicher. Schauen wir mal, was wir über Lastenbell herausfinden können. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas herausfinden können. Was hast du uns zu sagen? Wenn du aus diesen Toren hinaus nach Westen gehst, erreichst du Pendrago, die gesegnete Hauptstadt. In der Zeit hat es sehr heftig geringe Daumen, sind die Straßen einen schlechten Zustand. Du musst aufpassen, wo du hintrittst. Okay. Wir hatten ja mit den Leuten eigentlich soweit schon geredet. Mhm.
Margaret, dieses garstige kleine Dämonenkind, ist klar, dass sie herum erzählt hat, es gebe keinen Seraph im Heiligtum. Der muss mal jemand beibringen, was mit denen passiert, die eine solche Schöne. Die hat gar nicht so Unrecht. Es gibt momentan da keinen Seraph. Es gab da anscheinend auch nie wirklich einen. Sondern da oben in den Glocken. Dich kennen wir auch schon. Dich kennen wir. Ah, hier haben wir was. Margaret aus dem Gasthaus ist unheil. Sie erzählt die ganze Zeit Lügen. Sie sagt, sie redet mit Seraph, und wir nennen sie Flunker Margaret. Looks like this Margaret or whatever might know something. But wasn't she bullied though? I have a bad feeling about this. Das hören wir jetzt. Why don't we take a rest at the inn? Good idea. That's Margaret's home besides. Ja, das war jetzt so mein Gedanke, da mal hinzugehen. Vor allem auch mal zu schlafen, das ist glaube ich gar keine schlechte Idee. Wollen wir hier nicht so schlecht jetzt aussehen. Da ist die Margaret, aber die sprechen wir erst an, nachdem wir hier gepennt haben. Böf Bourguignon. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Mein Französisch ist nicht vorhanden. Stellt eine AP von 60 und kam seit 55% der KP wieder her. Nee, ich bleib beim Steak. Ich hätte lieber einen Schnitzel. Not a lot of clues to her whereabouts. We know something bad happened. Maybe Syndra and Margaret had already known each other from before. So you think Margaret had such strong resonance that she could talk to Seraphim? Yeah. It's like they were once friends, but... Something happened. Yeah. All the more reason we need to find and talk with Margaret. A little girl can't have gone that far away. Let's look for her tomorrow around the city. Ah! A scream? Right outside! Okay, da ist draußen was. Jetzt hätte ich vielleicht doch mal direkt sie ansprechen sollen. Oh. Finde ich jetzt cool, dass man wirklich erstmal gezwungen ist, hier rauszugehen. Oh, jupp, der hat keine Schwächen so richtig. Was sagt er denn? Der Rogaro ist ein Held, der im Licht des Mondes völlig durchdreht. Er sieht nicht, vielleicht nicht so furchtbar aus, aber... Ja, er ist es. Versucht er uns ein falsches Gefühl von Sicherheit zu geben, versteckt er seine wahren Kräfte vor uns. It's a Rogaru, a Hellion that goes berserk when the moon is out. Could it be behind the murder streak? Like a tiger light. Burn. May I not strike for you? It's over. You can't be finished. Lion's head. Lion's head. Tiger light. Spirit wing. Shoot and search. I only need one more. Return. This isn't over. Like a tiger light. So, ich muss Eskala. Lion's Howl! Lion's Howl! Return to point! Yeah! Tiger Blade! You know nothing! Back off! So, Eskala. Und dabei blocken. Lion's Howl! Lion's Howl! Mind Flayer! Like a tiger king! So, du überlebst es noch. Lion's Howl! Wie viel hast du noch? 1800? Yeah! Und mit Powertreffern! Oh, cool, ich habe keine Verletzungen davon getragen, ich bin gut. Oh, der war auch leider ziemlich im Nachteil. Huh? It's kind of weak. Oh! A wolf monster! She has resonance too? Dang. We're going after it. Come on, hurry! So, die Jagd bei Nacht. Okay.
Wir werden ihn verfolgen. Ich weiß, wissen nicht mal wohin, aber ich habe meine Vermutung. Und die will ich hier tippen. Und seine Anlagen sind heiliges Gebiet, das von sehr affin bewohnt wird. Ungeregeltes Betragen und Lärm sind hier nicht gern gesehen. Ja. Ja, das stimmt. Nein, das ist ganz in Ordnung. Die Kirche wird sehr erfreut sein. Hier stimmt irgendwas auch auf jeden Fall nicht. Aber das war der falsche Ort. Nee, ich guck mal draußen weiter. Friedhof wäre noch eine Idee. Und die hätte ich, will ich auf dem Friedhof jetzt auch tippen. Der ist ja hier auch gleich um die Ecke. Okay, nix. Den kann man doch nicht übersehen, vor allem kann man den ja nicht aus den Augen verlieren. So, mal kurz sprechen mit dir. Wirt, was war das für ein Monster? Hier sieht man auch wieder diese schwarzen Punkte, wo ich meine, es hat eindeutig was damit zu tun. Oh, hier oben, Kräuter. Safran, sehr schön. Die Jagd nach dem Wolf, Werwolf, beginnt. Es kann meiner Meinung nach nur ein Werwolf sein, aufgrund der Tatsache, Vollmond. Muss ja auch irgendwie in die Richtung gehen, meiner Meinung nach. Okay. Wo bist du, Wölfchen? Komm, Wuffi, 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 Wuffi. Okay. Nix mit Wuffi, Wuffi. Wuffi, Wuffi. Komm, kleines Wuffi, 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 Wuffi. Ja, die Truhe kann man nicht öffnen, ich weiß. Ja, wo ist denn der Wüffchen jetzt eigentlich? Wo ist er denn? Na komm. Tipp. Hm. Der ist jetzt auch wirklich auf, wie vom Erdboden verschluckt gefühlt. Muss er hier abgebogen sein. Da fahren wir runter, das heißt wir gehen den Weg sind wir schon lang gegangen. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Wege. Da ist ja schlimm, wie schnell der Weg ist. Da unten ist noch. Fahren wir nochmal, gucken wir nochmal. Okay. Hm. Da ist eine Truhe. Habe ich noch gar nicht gesehen. Danke, Lebens. Sehr schön. Nett. Habe ich den wieder da. Sehr gut. So gefällt mir das. So. Okay. Kann er meiner Meinung nach fast nur jetzt hier oben sein, hingeflüchtet sein. Und wo? Ja, ich vermute mal da oben. Aber ich gucke trotzdem vorher erstmal hier hinten. Oder hat er die Stadt verlassen? Hätte die Stadt verlassen, aber ich sehe hinten noch Kräuter, die leuchten immer so schön aus. Aber ich meine, warum habe ich die erst letztes Mal nicht gesehen? Vielleicht wachsen die auch nach. Wäre interessant, wobei glaube ich eigentlich nicht. So. Hat der Wolf doch tatsächlich wahrscheinlich die Stadt hier verlassen. Hm. Wolfsjagd. Sie läuft. Aber ich werde mich jetzt erstmal verabschieden. In die nächste Folge. Und da werden wir einen Wolf hoffentlich finden. Oder einen Werwolf. Und werden ihn erlösen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.